fruchtbaren Tage der Frau sind entscheidend, wenn es darum geht, schwanger zu werden. Wann diese Tage sind, das können Frauen selbst herausfinden, wenn sie ihren Körper eingehend studieren. Und dieses Wissen wiederum können sie dazu nutzen, schwanger zu werden. Es geht um natürliche Familienplanung, genauer gesagt um die Temperatur, früher Temperatur, heute Symptothermalmethode. Und als Expertin begrüße ich dazu Adelaide Decho, sie ist NFP-Beraterin. Hallo. Hallo. Was ist denn das Gute an der natürlichen Familienplanung? Das Gute an der natürlichen Familienplanung ist, dass Sie, wenn Sie Ihren Körper beobachten, Sie ganz genau sagen können, wann muss ich jetzt Verkehr haben, um meinen Kinderwunsch zu verwirklichen. Mhm. Dann ist es eine Sache, die man gemeinschaftlich machen kann. Mhm. Das ist einfach schön. Und was auch ganz toll ist, es ist total entspannt. Sie wissen über Ihren Körper bestens Bescheid, ohne dass ein Dritter dabei ist. Mhm. Und man misst ja die Temperatur. Was sagt die denn über die Fruchtbarkeit aus? Der Eisprung bewirkt eine Temperaturerhöhung. Mhm. Und deshalb kann ich sagen, wenn ich meine Temperatur aufzeichne und zwei Niveaus habe, da war ein Eisprung in diesem Zyklus. Mhm. Die grünen Punkte, die stellen die gemessenen Temperaturwerte dar. Und ich habe hier, kann man sehen, die niedrigen Temperaturwerte. Da kann auch gerne mal einer rausspringen. Aber wenn ich eine Hochlage habe, habe ich drei erhöhte Werte. Mhm. Erst dann? Und erst dann kann ich sagen, da war ein Eisprung gewesen. Mhm. Und wenn ich dann das so weiß, dann kann ich auch sagen, hier war die erste höhere Messung, dann war mit großer Wahrscheinlichkeit hier der Eisprung. Mhm. Dann wäre es hier am besten, verkehrt zu haben. Also an diesem Tag, zwei Tage vor der ersten höheren Messung, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es zu einer Schwangerschaft kommt. Natürlich kann ich auch hier noch Verkehr haben und es kommt zu einer Schwangerschaft. Es lohnt sich, auch noch am Tag der ersten höheren Messung Verkehr zu haben für den Kinderwunsch. Gut, jetzt weiß man also durch die Temperaturmethode eigentlich nur, wann der Eisprung war im Nachhinein. Ja, genau. Aber man will es ja wahrscheinlich auch vorher schon wissen. Richtig, genau. Da kommt eine zweite Beobachtung hinzu, die Beobachtung des Schleims, weil der Schleim entwickelt sich vor der Temperatur. Und wenn ich meinen Schleim beobachte und dann so, wenn der Schleim so aussieht wie rohes Eiweiß, dann ist es ein optimaler Zeitpunkt zum Verkehr haben und dann sollte ich dann loslegen. Und wie wendet man jetzt die Methode an? Also man hat ja jetzt nicht diese grünen Punkte zu Hause. Ja, genau. Sie nehmen einfach ein Thermometer und messen Temperatur. Das machen Sie morgens früh, nach dem Aufwachen, aber vor dem Aufstehen, entweder im Mund, im Po oder in der Scheide. Und dann tragen Sie Temperatur ins Zyklusblatt oder beim Computer ein. Gutes Stichwort, denn bei uns auf urbia.de im Bereich Service, da könnt ihr tatsächlich auch diese Kurve eintragen und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Wenn ihr hier beim neuen Zyklusblatt anlegen den ersten Tag der Menstruation eingibt und dann auf Zyklusblatt erstellen klickt, dann öffnet sich das hier und da könnt ihr jeden Tag die Temperatur eintragen, jede Menge andere Angaben machen, wie zum Beispiel über eure Blutung, dann am Ende der Seite auf Eingaben speichern klicken und wenn ihr dann zurück zur Übersicht geht, dann seht ihr, dass sich hier ein neues Zyklusblatt erstellt hat und das könnt ihr dann wiederum mit anderen Urbianerinnen im Forum teilen und diskutieren, wenn ihr es ins Forum stellen wollt. Das wird auch immer wieder im Kinderwunschforum diskutiert. Und hier zeige ich euch mal eine typische Kurve und da haben wir ein Beispiel. In dieser Kurve könnt ihr dann erkennen, wann eure fruchtbaren Tage sind, hier ab dem 6.7. und wann auch der Zeitraum eines möglichen Eisprungs wäre. Außerdem könnt ihr sehen, wann eure Menstruation einsetzen würde, wenn ihr nicht schwanger wärt und ab wann ihr einen Schwangerschaftstest machen könnt. All das könnt ihr sehen im Zyklusblatt auf urbia.de. Jetzt wisst ihr, wie das online geht. Ihr könnt natürlich aber auch eine Kurve ganz herkömmlich auf einem Blatt Papier mit einem Bleistift eintragen. Aber man muss nicht jeden Tag messen, sagen Sie, ne? Genau, es ist richtig. Es reicht völlig, wenn Sie in einem bestimmten Zeitraum messen. Hier am Anfang brauchen Sie nicht messen. Ja. Und wenn Sie die Temperaturhochlage ausgewertet haben, wenn Sie sagen, hier war der Eisprung, dann können Sie auch aufhören zu messen. Und wenn zwischendurch mal Messwerte fehlen, ist das auch gar nicht schlimm. Auch die Uhrzeit ist egal. Sie müssen einfach sich nur aufschreiben, um wie viel Uhr Sie gemessen haben. Dann bekommen Sie ein schönes Bild und können Ihrer Kurve ansehen, wo war der Eisprung. Aber nicht nur der Zyklus beeinflusst die Temperatur, ne? Ja, es gibt natürlich auch noch so andere Sachen, zum Beispiel Fieber, das ist ganz klassisch. Das macht die Temperaturerhöhung
bewirkt auch eine Temperaturerhöhung, aber Sie kriegen schon raus, was war der Eisprung, der die Temperatur hoch gemacht hat, ja, und was waren andere Ereignisse. Mhm. Muss man dazu ein ganz vorbildliches Leben führen? Nein, nein. Sie können ganz normal weiterleben, wie Sie das immer getan haben. Sie schreiben einfach alles auf Ihr Zyklusblatt auf und dann kriegen Sie ganz genau heraus. Sie können im Zyklusblatt dann halt auch sehr schön ansehen, ob Sie zum richtigen Zeitpunkt Verkehr hatten. Mhm. Das ist auch noch eine sehr schöne Sache. Und die Methode kann sogar auch was darüber aussagen, ob man schwanger ist oder nicht. Ja, richtig, genau. Wenn Sie die Temperaturhochlage haben und die Temperaturhochlage länger als 18 Tage dauert und keine Blutung eingetreten ist, dann sind Sie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit schwanger. Und was dann auch noch sehr schön ist, Sie können dann recht genau den Geburtstermin errechnen. Sie wissen ja dann ungefähr, wann der Zeitpunkt der Befruchtung war. Mhm. Und wenn Sie dann 266 Tage addieren, dann haben Sie den voraussichtlichen Geburtstermin Ihres Babys. Eine vielseitige Methode. Auf jeden Fall. Dankeschön, Adelaide Decho. Wenn ihr schwanger werden wollt, dann ist diese Temperaturmethode in Verbindung mit der Schleimbeobachtungsmethode auf jeden Fall die richtige Wahl. Und ich drücke euch alle Daumen dazu. Thank you.